Herzlich willkommen bei Pokémon Revolution Online Part. Ich habe keine Ahnung mehr. Richtig groß, viel großer, langer Part. Man merkt, ich rede, als hätte ich gerade erst mit Let's Playen angefangen. Und ich muss sagen, ja, es ist quasi wie ein Neuanfang, denn diesmal fahren wir nach Sinnoh oder wie auch immer wir da hinkommen. Und zwar haben wir, okay, ihr habt das nicht gesehen, aber die Sinnoh-Quest, die ich beschrieben habe in einem Video davor, habe ich vollbracht und das war ein echt harter Brocken. Bei Hannah müsst ihr ganz vorsichtig sein. Die Pokémon, die ich jetzt mit habe, haben mit einigen Belebern dazu geführt, dass ich doch irgendwie gewinnen konnte. Und auf Vulcan Island konnte ich die Pokémon halt nochmal ein bisschen trainieren. Wie ihr seht, sind da schon einige über 90 und 1 auf 100, aber das wusstet ihr ja vorher schon. Egal, du hast bewiesen, dass du bereit bist, nach Sinnoh zu gehen. Und die Herausforderung kannst du bestehen, die dort auf dich zukommen werden. Ich habe zwei interregionale Schifftickets bei mir. So, deshalb kann ich dir ermöglichen, dass du dorthin gehst. Bist du bereit, um in die zur Sinnoh-Region zu gehen? Oh Mann, Alter, krass. Junge, was ist los? Warning. Da kommt eine Durchsage so über Lautsprecher. Warnung, du wirst nicht Sinnoh verlassen können und deine Pokémon, die du vorher benutzen konntest, benutzen können, bevor du Sinnoh-Champion wirst. Und wir sind bereit. Yes, I'm sure. Okay, lass uns zum Hafen gehen. Hehehe. Oh. Ich werde dir auch eine Wohnung suchen, okay? So wie du aussiehst und angezogen bist, muss das billig sein. Kein Problem. Okay, deine Oma lebt dort? Ja, billiger geht's halt nicht. Das ist ein bisschen, wie heißt das? Das ist ein bisschen, ja, wie nennt man das? Meine Oma ist, meine Omas ist ein Leben nicht mehr. Ja, also fahre ich gerade zum Himmel oder zu, ja gut, ich weiß auch nicht. Gut, wir sollten sie vorher kontaktieren, kein Problem, ich will jetzt endlich los. You will be unable to use Pokémon from other regions in this region until you earn the Beacon Badge. Warum nicht der Bacon-Orden, hm? Wir haben einen Quacksuhut von Veronica auf dem Vulkan-Island gekriegt, aber wir ziehen unsere Purple Closes hier wieder an. Wie macht man das nochmal weg? Ich glaube, man geht auf Trainer und drückt auf die Tränendrüse. Nein, wir sind im standardmäßigen Lila. Guckt euch an, wie viele schöne Orden wir haben. Ich habe übrigens zweimal gewonnen. Einmal offscreen beim Trainieren hat mich einer herausgefordert. Ja gut. Oh, Grandma, na, was geht? Oh, Larico, let's play. Ich dachte, du wirst die Treppen niemals runterkommen. Barry hat uns schon verlassen. ich weiß nicht warum, aber er war in Eile. Oh, hier ist irgendwas im Fernsehen. Oh, cool. Okay. Cool. Und jetzt? Haha. Oh my, would you listen to that from the photos? For exploration season advanced efforts. However, the rare oddly colored Pokeball detection. Wow. Okay. Rote Gyarados ist nicht aufgetaucht, was auch immer. Die Suche nach dem roten Gyarados klingt nach einer spannenden Sendung. Weil das rote Gyarados war auch nicht da. Wir haben es auch gesucht, aber gut. Warum interessiert uns das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich mache da überhaupt. Ich muss mich mal beeilen. Oh, sieht aus wie Fun, Alter. Ja, gut. Digga. So redet man doch heute, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich höre, wenn ich durch die Straßen gehe, nur Digga, 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 Digga. Don't go into the, nicht ins hohe Gras und so weiter und halt einfach den Mund, wir wollen weiter. Ah, du siehst müde aus, warum?
Warum lässt du Großmutter? Ey, was soll das? Kannst du mal aufhören mit dem Scheiß, ey? Sie hat mich einfach wieder ins Bett gebracht. So war meine Oma niemals. Okay, so sah das hier aus. Da ist ein Pokéball, den will ich haben. Und da ist ein Mantyrps, einfach mal direkt. Hier gibt es anscheinend auch keine Pokémon. Kein Problem. Hi. Wow, das habe ich noch nie gefangen. Und da ist auch ein Shinux. Cool, das ist ja so cool, Mann. Sinnoh, ey, das ist auch eine Edition, da hatte ich alle Pokémon bei der Diamant-Edition. Ich komme da gar nicht hinter, was soll das? Mein erstes Pokémon, was ich da genommen habe, war Plinfer. Ihr habt nicht mal ein Badezimmer, was redest du überhaupt vom Badezimmer? Ey, da ist ein Shinox. Jinx. Pokédex. Ja, da gibt es immer so ein kleines Jinx, das immer kommt, um mit meinen kleinen, mit meinem Baby zu spielen. Aber die sind irgendwie nicht, die sind unzertrennlich. Ist das nicht süß? Voll. Da trennt die doch eine Wand. Junge, Junge, Junge. Ihr seid so herzlos. Scola Mindy. Hallo Mindy, was geht? Schülerin? Oder was ist das? You can always learn something new. For example, last year when cruising and found a lot of other Pokemon that can communicate between themselves by using Physic Waves down the sea. Yo, das klingt ziemlich nach Wahl. Hey, geh weg! Hola! Lepko, let's play! Voll cool, dich zu sehen! Deine Grandma, deine Oma hat mir erzählt, dass du voll der Held bist und so. Ey, yo, ich gehe jetzt zum Labor und hol mein Pokémon! Pokebälle, Mann, ich habe meine Pokebälle vergessen! Kann ich jetzt hier reingehen oder schubst du mich immer wieder raus? Ey, das ist ein Porygon, das habe ich noch gar nicht. Porygon! Es schläft, dabei hat es die Augen auf. Oh, der hat so viel Energie in sich. Ja, er ist ein hyperaktives Kind, wir wissen das. Bist du auch so... Oh, ihr seid anscheinend nicht so. Nicht so energiegeladen wie er. Ich nehme lieber meine Tasche mit. Ah, du bist schon wieder hier. Ja, jetzt geht's los hier, Alter. 10 Millionen Poké-Dollar, wenn du zu spät bist. Alter, heftig. So schnell wäre ich nicht mal, wenn ich... Ah, weiß ich auch nicht. Oh, Link, hi, krass. Gibt's gar keinen Vergleich, so schnell wäre ich gar nicht. Überhaupt nie. Jo, danke. Also, boah, ich wollte schon immer auf ein Abenteuer gehen, aber ich muss immer auf Zelda warten und die ist einfach nicht da. Die ist wahrscheinlich entführt, oder? Triforce wurde geklaut oder so. Ey, der Typ da ist doch ein Cosplayer oder so was? Ja, auf jeden Fall hat er ein geiles Schwert, ne? Wenn es das Master-Schwert sein soll. Von da komme ich doch, von da komme ich. Ich war jetzt in jedem Haus. Aber den Typen habe ich noch nicht angeredet. Sinnoh ist bekannt für seinen Berge. Boah, du wirst nämlich durch alle durchgehen. Hey, gegen die habe ich auch noch nicht geredet. Oh, bist du das wirklich? Ich habe dich im Fernsehen oft gesehen. Die haben heimlich Kameras installiert in den Dingern? In der Pokémon-Liga oder was? Ah, fühlst du dich hier nicht voll entspannt? Ja, die Pokémon eingezäunt sicherlich auch. Wir alle lieben Barry. Wirklich, wir haben ihn wirklich lieb. Auch wenn er mehr Energie hat als wir alle. Du bist erstens alt und zweitens ist der einfach ein Spacken, der hyperaktiv ist. Aber es macht nichts. Zu langsam, haha. Jetzt kriegst du mir 10 Millionen Pokédollar. Du siehst meinen ersten Schritt in Richtung Pokémon-Champion sein. Scheiße. Wow. Hold it right there. Komm jetzt zu mir. Boah, die Jungen heutzutage... Die nerven nur rum und sagen immer Digga, 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 Digga. Was ist das? Was ist das? Was bedeutet das? Wenn du ins hohe Gras gehst, ohne ein Pokémon zu haben? Ja, chill out, Digga. Alter Mann. Wie kann durch das Gras flitzen? Da kannst du nicht mal so ein... Nicht mal so ein Snibunner kann so schnell laufen, alter Mann.
Professor! Was? Professor, ja, du hast recht, mein Liebling. Ich hab vergessen, dass die Jugend von heute noch viel arbeiten muss. Na ja, gut, gib mir dein Dings. Vor dir liegen drei Pokebälle, ein Starter-Trio von Sinnoh. Und jetzt kannst du dir eins aussuchen. Ah, jo, cool. Will ich Piplup? Will ich Chimchar? Der Apfel? Oder will ich Turtwig? Nein, das will ich nicht. Denn ich habe ja schon meine Entscheidung getroffen und wahrscheinlich schon verkündet. Ich nehme natürlich Plinfer. Und Chillast habe ich gefangen. In Vulkan Island. Vulkan Island. Gute Wahl, Yoga Trainer. Ich kann schon fühlen, wie ihr ein Band habt. Und für dich, Mr. Energy. Wir machen einen Trip zu meinem Labor. Ich muss über deine Manieren sprechen. Warte. Warum? Ich will ein Pokémon haben, Mann, ey. Jo, du willst wirklich einen Partner. Du solltest wirklich mit mir mitkommen. Okay, die labern mir immer zu viel. Mal gucken, was unser Plinfer so drauf hat. Und zwar nicht viel, wie ich sehe. Special Attack Plus, das ist natürlich gut. Aber der Rest ist ja voll für den Arsch. Ein bisschen speedy ist es, ne? So, aber mehr auch nicht. Das ist ja traurig. Er hat dann noch ein bisschen mehr über 10 bei der Defensive. Die wird direkt wieder abgezogen wegen Schwäche und so. Ich hätte gerne einen neuen Versuch. Shiny Maniac Som. Hi. Hallo, junger Trainer. Ich versuche, alle Shiny-Pokémon zu sammeln. Die sind wirklich sehr selten und so. Oh ja, hier hat man doch eigentlich die Pokémon bekommen, oder? Oder bilde ich mir das ein? Wir gucken mal nach. Was gibt's hier denn so? Du bist ja doof hier. Pfund! Volles Pfund gegen Bidoof. Okay, wir fangen es einfach mit einem Pokéball und es ist drin. Auch nicht schlecht. Simple, gentle, was auch immer. Das, ja gut. Staralili gibt's hier auch. Staralili heißt es doch, oder? Staralili. Komm her, Staralili. Nicht Psyduck. Du Psycho, duck dich. Pfund, volles Pfund. Oh yeah, Kratzer. Level 2, dann können wir wenigstens ein Level erreichen. Scratch. Und Pfund. Und volles Pfund ist es weg. Was sagt Piplup eigentlich? Piplup. Piplup. Piplup, Piplup, Piplup. Sinnoh Safari Area Zone 5. Mount Summer Vorraum Zeus da. Und High Tried Entrance Room, was auch immer das ist. Plinfer, das ist so traurig, dass es so schwach ist. Ich heule gleich, wirklich. Das geht so gar nicht. Ich bin Staralili. Komm her, Staralili. Und nicht Biberdoof. Biberdoof. Pfund. Was lernst du eigentlich? Ich hatte dich eben auf. Also, Bubble erst auf Level 8. Verdammt. Verdammte Pfundattacke. Zerkel mich weg. Ah, das tut natürlich mega weh. Und könnte mir auch das Genick brechen, soweit ich das gerade sehe. Aber wir haben ja ein Potion. Piplup. Ich bin jetzt echt wirklich enttäuscht über die Statuswerte. Das muss man mal echt so sagen. Ich hätte gern bessere. Zack. Level 6. Und das bringt ja fast gar nichts. Ich dachte, da kriege ich ordentlich Erfahrungspunkte. Weil das nur 2 Level Unterschied hat. Auf Level 30 zum Beispiel und 28er besiegen, das bedeutet doch eigentlich immer fast ein Level Up, oder nicht? Oh, hier sind zwei Member-Pokémon, die wir nicht kriegen können. Und eins, das wir überhaupt nicht kennen und ich wüsste nicht, welches das ist. Muss ich echt mal so sagen. Komm, Staralili, jetzt kannst du mal auftauchen. Nicht Biberdoof. Warum kommt immer Biberdoof?
Biber doof, Biber doof, Biber doof, Biber zum doof. Hau ihn K.O. Das dauert natürlich noch 1000 Jahre. Okay, das haben wir besiegt. Zack. Kam ein Biber-Butzemann in unserem, keine Ahnung, herum oder so ähnlich. Hi. Ah, ich kann schon sehen, dass dich Herausforderungen hier in Sinnoh erwarten. Die haben alle keinen Namen. That's not normal hier. Orangeberry, da geben wir dir doch einfach mal 2 Stück von. Und dann geben wir dir 1 davon, damit du dich da mal selbst heilst, so auf Level... Hä, habe ich jetzt nicht benutzt? Sowas Dummes aber auch. Ach so. Zack, jetzt habe ich es benutzt. Hi, was sagst du? Oh, ich mag's zu rennen, aber frag mich nie warum. Das habe ich als Kind auch immer gesagt und schon haben die Leute mich ausgenutzt und gesagt, hey, renn mal bitte da, du kannst doch nochmal... Hey, du sollst auch mal Tee trinken. Ja, es kommt drauf an, ich mag nicht immer Tee. Ich mag Tee vor allem, wenn ich krank bin. Also dann trinke ich ganz viel Tee, ganz heiß, so wenn ich Halsschmerzen habe. Oh, mein Name ist Neu. Was? RBQ Another? Wie uncool bist du denn? Was ist das für ein Name? Deine Eltern sollten sich schämen. Komm, Alter, das nächste ist ein Starlin. Nein, wir wollen weiter. Vielleicht kommt es von selber. Wenn nicht, hat's Pech. Ein Staraptor ist ziemlich cool. Das kann Nahkampf lernen als Flug-Pokémon. Das finde ich schon Wahnsinn. Was hast du eigentlich für einen süßen Ton, Alter? Piplup, los! Pfund! Pfund ihn weg! Oh, warte mal. Kryogonel ist schwach. Das würde ich nicht mal... Ja, gut. Hi, was sagst du? Hey, wusstest du, der Sinnoh 3 Seen hat? Da machen die Leute mal Urlaub und FKK und so. Das ist voll cool, ey. Ei. Ein Aberglaube sagt, wenn du Münzen in einen Brunnen schmeißt, dann profitiert keiner, der für den Brunnen dafür zuständig ist, sondern du hast für immer Glück. Oh, wer bist du denn? You need to get more arrows under your belt before you're ready to battle me. Go away. Okay, jo, raste doch nicht aus, ey. Findet ihr das aber gut? Dun, dun, dun. Oh, mein Bruder arbeitet auch an der Pokédex. Sorbet's back, remarkable man, help you in research, blablabla. Ich bin halt da, Mann, und wollte nochmal Rapper werden. Ja, gut, mach das. Das würde bestimmt gut ankommen, wenn mal so ein richtiger Opa so gut rappen würde. Kann ich mir vorstellen, dass da schon ein paar Leute... Abfahren, was ist ein Nullskill? Die haben hier komische Namen. Was ist das? Cyberhausen oder was? Life is not about being skillful, it's about being lucky. Good luck. Danke, das war schon fast süß, würde ich sagen. Aber das berührt mich natürlich. Uch, mit wem rede ich denn? Guten Abend, Trainer. Willkommen in Pokémon Sungem Town. Would you like to me to hear your Pokémon? Ja, danke. Ey, mein Plinfer ist weiblich, das ist selten, ne? Ich wag wirklich Jirachi. Ich hoffe, ich krieg eins irgendwann. Nein. Ja, das wäre nicht schlecht. Finde ich cool. Hat eine coole Typenkombination. Sieht niedlich aus und so weiter. Mal sehen, was unser... Ja, Gras. Kein Problem. Natürlich kann er dagegen Wasser-Pokémon bestehen. Bam. Ah! Man läuft flip. Was isst du gerade was? Ich sagte, ich hasse Seife. Oh, er hat Seife gegessen, weil er so eine große Schnauze hat oder was? Diese alte Ziege. Du hast vergessen, die Tür zu schließen. Ich kann nicht von dir hören, junger Mann. Komm mal wieder rein. Wohin gehst du? Oh, ein Piplup, cool. Aber nicht so cool wie mein Partner. Ich hab hier diese Pflanze, ne? Richtig cool, oder? Wir werden irgendwann das beste Combo-Team-Tech-Team der Welt, aber es ist schon so spät. Sorry, ich wollte eigentlich gegen dich kämpfen, aber ich muss erstmal zur Schule und ich bin halt ein hyperaktives Kind. Ich muss halt... Ah, ja, gut.
Oh Mann. Mach nicht so weit. Also bis später. Frag nicht warum. Ich habe irgendwas vergessen, aber weißt du. Ja, Mann, wir riechen uns später. Riechen? Junge Mann. Na, dieser Barry. Where is Barry? Er hat irgendwie richtig untrainierte Energie. Wenn er die mal benutzen würde, dann könnte er alles werden. Aber jetzt zu dir. Professor, ich gab dir den Pokédex und ich kann dir nichts anderes geben als viel Glück. Du solltest nach Jubilife gehen, ein bisschen jubeln und dein Life leben. Aber bevor du das machst, sag deiner Familie, dass du auf ein Abenteuer gehst. Nein, sagen wir nie. Hallo Dawn. Ich werde dir niemals vergeben, wenn du kackst wie ein Pokémon bist. Also viel Glück auf deine Reise, was? Ich bin beschäftigt, Mann. Geh mal weg. Ja, ich glaube, mehr muss ich die Leute auch nicht ansprechen. Hier unten war doch so ein Strand, oder? Da konnte man doch irgendwie weiterschwimmen. Hier gibt's Perlo, hier gibt's etliche andere nicht sinnhafte Pokémon. Bi doof. Sei doof. Ich bin doof. Ich werde immer doof sein. Hallo, Zink habe ich gefunden. Das freut mich natürlich. Ocean Man, was geht? Take me by the hand, lead me to the land that you understand. Alles klar? Yo, alles klar. Hier sind alle ziemlich cool drauf, merke ich schon. Ziemlich coole Leute hier. Düdle. Gibt's hier nicht auch dieses von Ash, Mann, Alter? Bojelin, Bammelin, Bojelin. Das ist doch auch ein Sinnoh-Pokémon, oder? Ich muss mich mal schlau machen, was ich in meinem Team haben will. Hey, zur Beise, Alter. Die Entwicklung ist ja sowas von krass drauf mit dem Ruf. Cricketort. Ist das zur Peise? Auf jeden Fall. Oh ja, Junge. Dann fahr Fahrrad. Jetzt müssen wir da wieder zurück. Wie doof ist das denn? Din, 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 din. Ach, wie doof. Geh weg. Pfund. Volles Pfund. Ich könnte dir Surfer beibringen, aber ich glaube, das ist ein bisschen unfair. Also, was heißt unfair? Ich habe diese TMs und so, ne? Aber. Na gut. Es sei denn, die Trainer sind viel zu stark, so, ne? Und dann haben die so starke Pokémon oder so. Ich find's einfach nur lustig, wie wenig Geld ich jetzt nur noch habe. 33.000. Diese Dragon-Mitgliedschaft hat 200.000 gekostet. Großmutter, wo wohnst du nochmal? Großmutter, da bist du ja! Großmutter, ich konnte mich nie richtig bei dir verabschieden. Jetzt ist es soweit. Oh, Darling, du und dein Pokémon ist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Lass deine Omi mal gucken, auf dich aufpassen. Oh, deine Oma war Krankenschwester, als sie jung war. Ja, wahrscheinlich ziemlich attraktiv, die alle gewesen. Aber jetzt bist du grau. Barrys Mutter sah besorgt aus. Kannst du ihren Besuch abstatten? Warum muss ich so eine Kacke machen? Ich bin keine 12 mehr. Ich bringe nicht irgendwas vorbei, so Äpfel oder so. Sieh das? Das ist die Mutter? Ah, Level Cool Let's Play. Oh, deine Großmutter hat viel über dich schon geredet. Hast du irgendwie Barry gesehen? Er ist irgendwie. Er ist hier irgendwie raus hin und her gesprungen, wie immer, und hat nicht mal guten Tschüss gesagt. Guten Tschüss. Guten Tschüss. Ach, er ging schon zur Schule? Wow. Würdest du bitte so freundlich sein und ihn nach Hause schicken? Er hat wirklich seinen Rucksack vergessen. Das ist Jubilife. Ich kenne diese ganzen Städte nicht mehr. Das ist jetzt auch neu für mich. Das Einzige, was ich mir merken konnte, war Herzhofen. Und ich weiß nicht so recht, warum. Herzhofen, Herzhofen im Ofen. Starre Lili, kommst du nur tagsüber oder was? Shiny Granbull, wie sieht das aus? Nicht wirklich viel anders. Pfund! Zack, pfunde ihn. Boah, er macht im Pack. Picken. Das ist viel schlauer übrigens. Also auf Englisch machen die einen Ausruf quasi. Also, was man macht.
gefunden. Picken. Energie fokussieren. Auch wenn das Energiefokus und so. Und auf Deutsch sind es halt Nomen, ne? So Pfund und Schnabel und Aquaknarre und so. Ja, okay, klingt auch episch, ne? So. Vielleicht klingt das sogar besser, weil dann ist das ein bisschen mehr so namenmäßig so drauf, ne? Weil wir sonst wäre, was wäre das denn, wenn man dann sagen würde, Wasserpumpen oder Druckschuss, mit Druckschießen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, das geht auf Deutsch halt wirklich nicht. Okay, ich habe meine Meinung gerade soeben geändert. Cricketort. Das ist tatsächlich Zirpurze. Der heult mich voll, der Zirpurzkopf. Er macht Geduld und trifft mich damit direkt. Hat wohl meinen Atmer gekontert und kriegt einen Pokéball ins Gesicht und wird gefangen. Shinox, Route 202. Shinox, Route 202. Was sagt denn Route 202? Tag und Nacht. Shinox ist doch interessant. Das ist ein Elektro-Pokémon. Aber ich habe mich hier wirklich noch überhaupt nicht festgelegt, was für Pokémon ich fange. Düdü. Hier, Cricketort. Du kannst ein bisschen... Cricketort. Kriege ich tot. Er hat einen ziemlich geilen Ruf. So schön sauber klingt das irgendwie. Hier kriegst du einen Growl. Kriegst noch einen Growl. Kriegst einen Tackle. Critical. Oh, das macht nichts. Jetzt können wir das richtig wegpfunden. Pfund, Attacke, volles Pfund in dein Gesicht. Das sieht trotzdem unendlich viel ab, ich weiß auch nicht. Er tackelt mich an und weiß gar nicht, wie ihm geschieht, dass er gleich stirbt, wollte ich gerade sagen. Ja, tut er tatsächlich, aber leider nicht so souverän, wie ich dachte. 2 Poké-Dollar, meine Fresse, du gönnst mir auch gar nichts. Du Biber. Komm, 1, zack. Let me take a look at Zeus Pokémon. Zeus. Go out of my way. Ich kann mich gerade überhaupt nicht an diese Region erinnern. Auf jeden Fall habe ich richtig krass viel gesammelt, um die ganzen Pokémon vollständig zu kriegen. Ich weiß nicht so recht, welche mir, ob mir noch irgendwas gefehlt hat, aber ich bin der Meinung, ich hatte den Pokédex komplett voll. Durch alle möglichen Spiele, Feuerrot, Blattgrün, Smaragd, Rubin, Saphir, konnte man ja alles noch so rüber switchen und diese Pokémon Colosseum und XD und so. Bei Colosseum konnte man, glaube ich, irgendwie Ho-Oh bekommen und bei XD halt Lugia. Ist das dein Ernst? Du stirbst einfach? Findest du es gut? Jetzt muss der Biber treffen, ey. Oh, jetzt kann ich wieder ins Pokémon Center fahren. Level 5. Boah, willst du mein Held sein? Bin ich doch, ich weiß es genau. Es scheinen die alten Sentret so grau. Oh, wieder da lang, okay. Null Skill, du sagst es. Ding, 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 ding. Zum Beispiel weiß ich überhaupt nicht, wie die erste Arena in diesem Spiel aussieht. Welcher Typ es ist. Und überhaupt, was geht ab? Hallo, lass Natalie in Ruhe. Ich habe ein brandneues Pokémon gefangen. Los, doofer Biber. Bidoof. Jimmy. Pfund. Tackle. Pfund. Tackle. Pfund. Tot. Erstmal die Zähne rausgehauen. Das ist ja nicht so schwer, die nicht zu treffen. Level 7. Du, 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 du.
Critical Hit, das finde ich sehr, sehr nett. Habe ich es jetzt besiegt? Ja. Cool. Dun, dun, dun. Nein. Okay. Wie wär's mit Potion Attack? Oh, huch, falsche Richtung. Starly, dich habe ich gesucht, du Vogelchen. Aber ob ich so ein Standard, als standardmäßiger Trainer so ein Standard-Pokémon nehme, was wirklich standardiger ist als der größte Standard, den ihr kennt, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe schon eine Idee zu meinem Eis-Pokémon, was ich in jeder Region 1 benutze, gegen die Top 4. Da bin ich schon ein Stückchen schlauer, es wird was Besonderes sein. Das könnt ihr, darauf könnt ihr euch verlassen. Unsere Augen haben sich gekreuzt. Ich werde dich bekämpfen. Shinx. Shinx dafür. Ich wünschte, ich könnte dich fangen. Das wäre ziemlich cool. Wie ist das süß, Mann. Guckt euch das mal an. Guckt mal genau ins Gesicht. Und zack, weg mit dir, Shinx. Ich glaube, das habe ich beim ersten Mal durchspielen auch gehabt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich am Ende Magneson hatte. Irgendwie. Hi, na? Was? Heißt das, Sinnoh ist umrandet von 5 Inseln? 4 Inseln? Oder entstanden aus 4 Inseln? Composed, so komponiert quasi, hätte ich jetzt damit in Verbindung gebracht. Potion on Piplup. Okay, Growl, weil mehr können wir nicht machen. Nicht mit Cricketot. Ist das überhaupt brauchbar zur Peise? Ich glaube nicht. Ja, ich weiß, für Story ist alles cool, aber das stimmt, glaube ich, einfach überhaupt nicht. Ja, dann senkt doch mein Angriff. Quick Attack ist eine üble Attacke für das Level. Finde ich. Schon nicht schlecht. Quick Attack. Da schon ist die Hälfte weg. Aber Pfund erledigt den Rest. Zack. Quick Attack. Und Pfund ist weg. It has fainted. Hi. 5 Pokeballs. Komm, vielleicht finden wir ja mal was Cooles. Ein Level 5er Bidoof. Nein, mein starrer Lili wird dich erledigen. Defense Curl, okay, wir flüchten. Kein Bock auf solche Spielchen, so eine Safcon-Spielchen hier. Oh, wow, ich erinnere mich, da hat man diesen Fahrradtrick immer versucht, wo man... Dann konnte man mit Glück durch die ganze Map laufen. Mein Großvater ist ein exzellenter Koch. Ich koche Käsekuchen. Käsekuchen kochen in einem Topf oder was? Das ist ja nicht logisch, oder? Wir sind in der Stadt, die mich an Meteoros City erinnert. Dupidupidu. Seltsamerweise. Willkommen zu Jubilife. Jubelstadt. Könnte das hinhauen? Oh, ein neuer Trainer. Ich sollte dir meine ultimativen... Ach, schon wieder, ey. Letzter Pokémon. Du schon wieder? Du bist doch schon triregionaler Champion, oder nicht? Und jetzt... Bist du bereit, auch Simo-Champion zu werden? Okay, hier, wie immer. 5 Pokébälle, 5 Potion, 10.000 Pokédollar. Nicht schlecht. Vergib mir. Ich sollte jetzt schon wieder meinen ultimativen Run of Shame benutzen. Mal wieder. Officer Whitman, let me take a look at this Pokémon. Hi. Hallo, junger Trainer. Ich sollte hier diesen PC angucken, warum auch immer. Psychic Gene, warum rede ich dich überhaupt an? Hier, Starlily, was hast du denn? Stahl, Starlily. Habe ich dich gefragt? Interessiert mich auch nicht. Habe ich schon geredet. Was ist das hier? Die Schule ist das wahrscheinlich, oder?
Jubilife's Trainer School. Okay, was geht? Komme ich dahinter? Ich will diesen Pokéball haben. Wie? Ich komme da nicht hinter. Ace Down is huge. Man hat much fun, ey. Was ist das hier? Global Station. Ein Pokéstop, den ich wahrscheinlich noch nicht benutzen kann. Aber das da interessiert mich jetzt ganz stark. Und hier haben sie es nicht so Mühe mit der Musik gegeben, weil die Musik ist hier ja die Standardmucke. Ja, ich will dahinter. Wieso kann ich da nicht hinter? Verdammt. Ich schaff das. Die verarschen mich. Ich komme nicht zu dem Pokéball. Nein, nein, nein. Was sagst du? Das sieht ja aus, als wärst du kampfbereit. Ich dachte, da liegt ein Pokémon, das man wieder nicht benutzen, was man benutzen kann. Ah, das ist das höchste Gebäude in Sinnoh. Und was sagst du? Bist du doch kein Pokéstop? Ey, warte mal. Zack. Pokéwatch? Frag die anderen Clowns, keine Ahnung. Ach ja, das gab's ja in den Spielen. Den hat man auch von so einem Clown gekriegt, ne? Oh, hier war ich noch nicht drin. Das sieht ja aus wie eine Großstadt. Muss man echt mal zugeben. Mein Großvater ist ein Nachs, da war ich schon drin. Warum sagt das keiner? Dann fahr ich mal hier entlang. Caesar und Carly. Hi. Wir sind jetzt 4 Jahre zusammen. Ich mag es, bei ihr zu sein. Und sie? Ist der nicht cool? Der arbeitet in diesem Pokémon-Turm da. Und ihr habt ein Bett oben. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Warum? Warum nicht? Fasziniert mich. Was ist das hier? Was willst du? Was sagst du mir? Willkommen. Hallo. Hallo Trainer. Fühl dich frei und benutze unser Service, wie es nur möglich ist. GTS ist so fun, ey. Sollte ich mein Kinder quälen für meinen Charmander? Kann ich das hier überhaupt? Das glaube ich nicht. Hi, was geht? Okay, wir wurden vertröstet, indem die gesagt haben, jo, wir sind voll. Das kann ich eigentlich nicht so akzeptieren. Kommt man da irgendwie hinter? Ohne das, ralle ich das einfach nur nicht, oder... Okay, da kommt man einfach nicht hinter. Das hat uns einfach verarscht und gesagt, jo, da ist ein Pokéball, aber du kommst da nicht ran und wahrscheinlich ist da ein Götter am Pokémon drinne. Hi. Hallo, bist du ein neuer Schüler? Okay, dann kannst du mir helfen. Und ein paar Kinder, die sollen zurück in die Klasse kommen. Die sollten hier in der Stadt sein. Das sind 4 Stück. Warum soll ich die Tafel sauber machen während meiner Pause, Mann? Hey. Quadri Regional, der vierfach regionale Champion hier. Das wäre doch mal ein Titel. Hey, du zum Beispiel. Oh. Level 6. Level 6, warum nicht? Wir machen so weiter wie vorher auch und schwächen erstmal dieses Starlady so weit wie es geht. Hier, Growl. Quick Attack mich doch einfach weg. Kein Problem. Damit kann ich leben. Los, starrer Lili. Ich habe gar nicht geguckt, wie stark du eigentlich bist. Uncool. Du? Uncool. Also nicht, dass mich dieser Käfer so oder so interessiert hätte, aber ihr wisst Bescheid. Besser haben als nicht haben. Komm, halbieren wir erstmal deinen Angriff. Oder auch nicht. Geht nicht. Denn benutzen wir Piplup jetzt. Piplup, Pfund. Komm schon, zieh ein bisschen was ab. Quick Attack, Quick Attack, Quick Attack, Quick Attack, Quick Attack ist weg. Quick Attack ist weg. Aber du kriegst Pfund in dein komisches Gesicht, Mann. Und ich brech dir den Schnabel. Hältst du ihn nicht, Mann? Es ist besiegt. Es ist besiegt.
unglaublich schwierig. Unglaublich schwierig, so zu trainieren, immer erstmal am Anfang. Aber wir haben den Kampf gewonnen wenigstens und keine Erfahrungspunkte gekriegt. Von daher ist das eh scheißegal gewesen. Aber wenn ein Trainer uns schon so aus den Socken haut, mal gucken, wie es mit den anderen wird. Level 8. SOS. Bubble Alarm. Was sagt dieser Clown? Ja, passt gut auf. Nein, ich gucke hier nur nach Pflanzen oder so. Yo, Orbor City, sagt er mir. Was sagst du? Cycling ist fun. Das ist viel besser und gesünder, als ein Pokémon zu reiten. Hey, bist du ein Schüler? Hallo? Alter. Hey, er verarscht mich. Er ist bestimmt ein Schüler. Was? Was versucht er? I'm trying something. Move down if you want to get hurt. Ja, hier war das so ungefähr. Da konnte man so machen und irgendwann ist das denn so weggeglitscht. Manchmal ist der Spielstand stecken geblieben, aber gut. Vielleicht kann ich diesen Turm verbrennen. Warte, das ist nicht so, wie ich es gemeint habe. Ich meine es nicht so, wie ich es gesagt habe. Keine Ahnung. Was ist das hier? Welcome to Jubilife TV Station. Ja, ich muss hier aufpassen, ne? Dieses Gebäude hat Fluren. Hey, da ist noch jemand. Ah, ich habe hier schlechte Neuigkeiten gehört über dem Fernsehen. Du hättest auch hier oben hingehen können, wenn du schon hier bist und gucken können, was da so abgeht, ne? Hallo, was geht? Ah, Talkshow, aber warum nicht? Ein TV-Programm, jo. Hier kann man überall nicht hin. Was für ein Rotz. Nichts zu finden hier. Das ist unser Relaxing-Areal. Wir haben nicht mal Bock hier zu reden, also verschwinde. Ah, diese Seen-Pokémon werden meine neue Story sein. Okay. Meine Story wahrscheinlich eher. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Na, was geht? Ich bin hier der Chef von Jubilife TV. Das ist mein persönliches Areal. Hallo. Welchen Flur willst du? Eins. Moment mal. Gibt's auch ein Dach oder was? Fünf? Ach so. Stay put. Ja gut, das passt schon. Dan, dan, da, dan, da, dan. Hallo Penisbäume. Was geht? Hallo Clown. There's no Pokéwatch in this game. Haha, voll verarscht. Schon wieder so einer, der hinterm Haus steht. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein... Aha! Oh, du hast überhaupt nichts gehört. Los, Radfratz! Joeys Nachfahre. Radfratz ist immer böse. Quick Attack. Warum kann das immer Quick Attack? Was soll das? Und warum macht es einen Volltripper? Fragen über Fragen. Ich kann das nicht ertragen. Komm schon, Krieg ist tot. Krieg ist tot, okay? Das hört sich schon an, als wenn es aus dem Pokéball gestorben ist. So. Starer Lilly, du bist dran. Quick Attack. Diesmal wird einfach draufgehauen, ist mir egal. Quick Attack. Er macht wieder Quick Attack und ich bin weg. Und jetzt bist du dran, Biber doof. Und diesmal jagst du Radfratz vom Hof. Tackle. Oh. Das ist nicht gut. Ich mach Heuler. Ich will, dass mein Dings-Level-Dings erreicht. Mein Dings-Level-Dings erreicht. Plinfer Level 8, das wäre schon nicht schlecht. Fehlt noch, dass er ein mega... Ach nee, Volltreffer zieht ja so viel ab, wie ich jetzt gerade habe. Das würde er also überleben. Also... Ach ja, man kriegt ja nichts. Oh, wie dumm ich bin. Ja, das ist ja gut, denn... Du hast nichts gehört. Dann kann ich ja hier,
auch anders kämpfen einfach, ohne dass ich unbedingt meinen Plinfer trainieren will. Officer Whitman, was geht? Let me take this Pokémon. Have a nice evening. Ja, ich könnte dir deinen Turtwig verkaufen hier, den Raffen aus Ralf, der danach fragt. Aber ja. Gut. Was? Lass einfach kämpfen, okay? Bisasam. Du kannst doch wohl auf Level 7 noch nicht so viel. Hätte ich ihm doch nur Eisstrahl beigebracht. Das wäre super cool. Ah, Tackle geht. Growl. Okay, Staralili, du bist dran. Ach, ich krieg gar keine Erfahrungspunkte. Mann, schon wieder. Boah, dieses Bisasam haut rein, ey. Was will das von mir? Voll das starke Ding, ey. Los, Biber, doof. Diesmal tackle es vom Hof. Mal wieder. Schon wieder der gleiche Reim. Los, tackle. Ja, so ein Pokémon, ich so, ich benutze 4, um dich zu besiegen. Das spricht für Qualität eines triregionalen Champions. Im Endeffekt geht es ja nur darum, sein Ziel zu erreichen, ne? Ich will ja nichts sagen. Pfund! Aua! Und da kriegt man nicht mal Geld dafür. Du hast 0 Pokémon Dollar gegained, Alter. Ja, wie kannst du den Pokéball? Ein Magby. Süß. Oder cool. Level 10, unser stärkstes Pokémon. Ein Hoch auf seine Spezialangriff. Speed. Warum sind die Pokémon so schwach hier? Ja, das werden wir natürlich nicht für unser Champion-Team trainieren. Das nehmen wir jetzt einfach mit erstmal als Cover-Up. ID Number 0? Und was hier? Aha. 0. ID Number 0. Kein Problem. Kann ich mit leben. Flame Body. Könnte uns öfter mal zum Sieg verhelfen, wenn er denn denn trifft. Eins noch. Eins fehlt noch, oder? Ein Gör fehlt noch. Ich weiß es. Du bist es nicht, oder? Nein. Da kann ich noch nicht lang, oder? Jo. Und da oben auch. Der sagt mir genau das gleiche wahrscheinlich. Nein? Hi. Geht klar, oder was? Hey, du. Ich hab eine tiefe Stimme, ich weiß. Hier kann man Quaxo finden und andere Pokémon halt. Pfund. Aua. Pfund ist kaputt. Zack. Und Pfund. Und Pfund. Volles Pfund. Jetzt passt mal auf. Magby. Magma habe ich zum Beispiel auch nicht. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Tackle, verbrenn dich endlich. Warum zieht das so viel ab? Okay, Leer. Das ist doch super intelligent von mir. Ja, jetzt wurde es verbrannt. Und nochmal, Leer. Und Tackle. Und Magmi wird besiegt. Und jetzt kann Plinfer Level 8 erreichen, hoffentlich. Tackle? Ist es noch nicht tot, oder was? Ach so, okay. Ich dachte gerade, es hat überhaupt keine Steigerung gehabt. Jetzt haben wir wenigstens schon mal Bubble. Bubblegump. Bubble. Hi, Alicia. Warum guckst du uns so an? Du nervst. Hey, geh bitte weg, ey. Der ist voll nett. Sie so, boah, du nervst. Und er so, hey, Mann, geh mal bitte weg, ey. Paralyseheilung.
Wir brauchen noch das letzte Kind. Deswegen gehe ich da noch nicht lang. Das Kind ist bestimmt am Ausgang, oder so? Nee, da war Barry. Da war doch der Barry. Super Kadavas. Das ist das Kind der Hoffnung. Doopie doopie doo. Who are you? Chikorita. Endivie. Was geht? Pfund, oder was? Volles Pfund. Rasierblatt. Sehr effektiv auf Level. Warum kann das auf Level 6 schon Rasierblatt? Und ich erst Blubberblasen mit Level 8 machen. Das finde ich nicht sehr freundlich. Magbi, Glut. Das müsste reichen. Super effektiv. Heißt diese Stadt Jubelstadt? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich nochmal nachgucken. Okay, ich denke, wir machen diese Quest hier zu Ende. Und dann war es das erstmal mit der Folge. Die ist nicht ganz so spannend, ich weiß. Aber geht ja gleich bald weiter. Vielleicht werde ich in der Zwischenzeit ein bisschen trainieren oder irgendwie sowas. Nee, alle sind hier, cool. Mein Plan war so perfekt, du Arsch. Ja, diese Klasse ist so langweilig. Dupi dupi du. Mapua, ich heiße Angela. Gut, dann weiß ich ja, wie du heißt. Ah, Mann, ey. Wenn wir jetzt zuhören, sag dir auch mal was Nützliches. Du hast alle Kinder gefunden. Ich bin so, danke Barry. Der sollte Route 280 sein. Ich habe gesagt, er soll ein paar Kräuter besorgen auf Route 280. Das ist eine dubiose Route, aber lass dich nicht einschüchtern von den ganzen Messerstechern und so. Gut. Denn sag ich mal, im nächsten Part geht's weiter. Vielleicht werde ich hier ein bisschen noch trainieren oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns nächstes Mal wieder hier. Bis dann. Ciao.